Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play aus Flipper. Und erst einmal meine Begrüßung für euch alle. So, meine Begrüßung ist das auch schon gewesen, aber ich wünsche euch alle ein frohes neues Jahr. Ja, ein frohes neues Jahr wünsche ich euch alle von meinem ganzen Herz. Und ja, ich hoffe viel Glück für euch und Gesundheit für 2019. Ja, jetzt eine neue Folge von aus Flipper. Jetzt, ich habe viel Zeit genommen für diese Haus weiter zu renovieren. Sie werden sehen, erstmal, ich habe für die erste Mal versuchen, eine Kombination mit, schaut ihr das an, Farbe und Holzpanel. Ja, es sieht auch nicht so schlecht aus, oder? Ich finde, das ist okay. Das ist etwas anderes zu sehen, aber das ist noch nicht mal die Highlight, weil die Highlight für mich, ich habe auch was anderes gemacht in diese Badzimmer, weil das wäre ein Badzimmer und schaut ihr das an, ich habe zwei Fliese Element be benutzt und das überall so gemacht. Das sieht richtig gut aus, oder? Ach, so eine Badzimmer haben wir noch nicht gehabt in dem Spiel, oder? So, aber weiter geht's. Ich habe jetzt auch Tür gemacht, so Fenstertür eingebaut. Die Küche habe ich auch gestrichen. Neue Boden sowieso überall. Und die Küche habe ich auch angefangen, so zu streichen und Fliese. Ja, es wird auch relativ schnell gehen in dem Spiel jetzt. Aber wir waren noch nicht fertig in unserer Keller. Ja, die Keller muss man erstmal fertig machen. Und jetzt, ich habe auch das Ganze fertig gemacht. Neue Tür auch überall gesetzt. Okay, hier war noch unser Keller fertig zu bauen. Okay. Da machen wir noch alles. Ja, ich habe auch gedacht, dass hier ist auch eine Wohnzimmer, aber da könnte man auch einen Kühlschrank hinstellen, oder? Ja, nimm mal so einen Kühlschrank, oder? Oder? Oh nein. Es wird auch nicht so schön aussehen, oder? Was haben wir? Braune? Ja. Hopp. Ich weiß nicht, wo ist Platz. Ah, hier ist Platz. Schaut ihr das an? Das machen wir auch. Aber gut, mit der Beleuchtung, das ist noch die Frage, ob das geht. Schade. Die Beleuchtung nimmt so viel Platz, ja. Das mal. Ah, doch, hier. So, dann stellt mal die Kühlschränke. Okay, aber hier muss ich auch diese Lampe bewegen, weil sonst haben wir ein Problem mit die Türe. So, die Leute haben ein Problem mit die Türe. So, ein kleiner Kühlschrank. So, klein ist der nicht, aber es ist okay. Da könnte man auch sagen, es ist auch alles vorhanden. So, noch nicht mal alles voran, weil ich muss noch diese Schreibtisch fertig machen. So, die Schreibtisch machen wir auch weiter. Aus Altware, nein, TV-IFI, ja. So, einem HD-Monitor, ja. Das kommt auch jetzt dran. Ah, ich muss das wieder drehen. Hoppla. So, ich glaube, das ist auch okay, oder? Ja, jetzt passt das. Okay. Jetzt machen wir noch eine Tastatur, Maus. Bitte nicht auf die Boden, ne? Weil ich glaube nicht, dass das kann man auch benutzen, der Computer mit die Tastatur auf die Boden. So, jetzt kommt noch ein Maus, ja, eine kleine Maus, Computermaus. Ah, die Mama, ihre, okay. So, jetzt kommt noch die Computer. Weil ohne Computer, es bringt doch nicht etwas, oder? So, Mama, ein PC Phoenix. Weil, ja,
Haben wir die ganze teure Computer in die andere Raum. Aber jetzt dürfen wir auch etwas Geld sparen, oder? So, jetzt brauche ich einen Stuhl. Und dann sind wir fertig mit unserer ja, Keller. So, Türen, Fenster, nein. Küche, nein, nein, nein. Wo war das? Ah, Möbel. Ja. Stuhl. Und da nehmen wir wieder unser Bürotisch, Bürostuhl. Ja, Bürotisch. Das ist doch keine Bürotisch. Das ist ein Bürostuhl. Bla bla bla. Wir drehen das ganz, jawohl. Okay. Okay. Jetzt passt das. Vielleicht machen wir vielleicht einen Pflanz. Das sind wir auch gerade dabei. Gut, wie immer, ich mache die Bild am Ende. So die Bilder, die Dekoration an die Wand. Aber man könnte auch schön locker gehen mit Pflanz. Und ja, ich habe noch die Weihnacht-Update dabei, aber noch nicht, ich habe die noch nicht installiert. Das kommt noch. So, eine schöne Pflanz. Okay. Ich glaube, das war's. Ah, doch, vielleicht könnte man auch hier etwas auch hinzufügen. Noch ein Pflanz. Pflanz. Ja, nehmen wir diese. Die ist okay. Aber die machen wir auch so. Ihre, jawohl. Ja, sieht auch gut aus mit Pflanz. Okay, die Rest werde ich auch später das machen. Aber schöne Keller jetzt, oder? Da könnt man locker Arbeit, schlafen und auch Fernsehen schauen. So, aber jetzt. Wir fangen hier mit uns Wohnzimmer. Ja, hoppla, erstmal machen wir die Tür zu, weil vielleicht kommt die Nachbarn und der Nachbar und der wird schon klaue. So, gut, jetzt ich denke mal, das ist ein großes Wohnzimmer. Aber wie wäre das am besten, die Einrichtung? Ja, ich glaube, da könnte man auch sogar ihre die Fernsehstelle. Und ihr die Coach. Ja, das machen wir auch. Weil das ist auch eine große Wohnzimmer, aber die große, riesige Wohnzimmer zu einrichten, manchmal, da brauchen wir auch die Gewiese, so die Gewiese, nicht Meinung, aber wo könnte man auch alles am besten platzieren? Das ist auch die Sache. So, Schränke. Was nehmen wir für die Fernseh-Ecke TV? TV-Schrank? Nein. Ja, nehmen wir die TV-Schränke, Anna. So, Dunkelnuss, ja. Im Defekt im Weiß wäre auch nicht schlecht, weil, wie gesagt, wir haben auch schon etwas Weiß in dem. In diese Wohnzimmer. So, am besten machen wir ihre. So, ist das auch okay so? Steht an die Wand. Ja, perfekt. Okay. Dann machen wir jetzt die Couch. Sofa. So, aber ich will auch ein großes Sofa inlege und das ist diese. Okay, das nehmen wir, der ist auch super. Es kostet auch Geld, aber egal. So viel Geld habe ich noch. Da muss man auch alles benutzen. So, passt das so? Ja. Kann man auch. Ah, super. Die Fernseher ist auch gerade zu sehen von ihrer. Super. So, jetzt machen wir die Fernseh schön rein. So, stellt mal die Fernseh. Eine Fernseh bitte. Aber da brauchen wir diese normale Fernseh. Diese
Jawohl. Jetzt kaufen. Oh, aber ich muss die auch drehen, weil sonst sieht man auch keine Fernseh. So, die Leute werden keine Fernseh sehen. Und dann, warum könnte man nicht sehen, die Fernseh? Ah ja, weil die ist Verkehr. So, jetzt haben wir die Fernseh. Dann stelle ich noch ein paar Lautsprecher. Der DVD wird auch nicht schlecht. So, Lautsprecher Mautein. So, einmal ihre. Dann nehmen wir noch eins. Und da könnte man auch nebendran noch zwei Stück setzen. Ja, kaufen Sie viel, ja, weil jetzt auf einmal habe ich auch nicht so. Das muss ich drehen, weil sonst. Ja, das machen wir auch wieder irgendwie diagonal. So. Und dann machen wir auch die andere so nicht in die gleiche Richtung, aber auch drehen wir das auch ganz. Ja, super. Das passt. Okay. So. Da haben wir die vier Lautsprecher. Dann machen wir noch unsere DVD-Player. Ja, wo ist das? Ah, Ihre. Jetzt kaufen. Aber jetzt ist die Frage, ist Platz für die DVD-Player? Oh nein. Oh nein, 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 da ist kein Platz mehr. Die Fernseher nehmen zu viel Platz. Okay, und ich könnte das auch noch nicht mal stellen in die. Okay. Dann werde ich sagen, ja, dann machen wir keine DVD-Player. Oder muss ich eine Kommode hinstellen? Ein kleiner Kommode. Aber, ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Sollen wir. Nein, dann stelle ich keine DVD-Player. Keine DVD-Player. Es tut mir leid, Leute. Das machen wir nicht. Keine DVD-Player. Das sorgt nicht die Probleme. Die sollen auch sich etwas Bescheid holen, die Leute, wenn die möchten, aber. So, nein, ich will auch nicht. Ah, ich will sowieso Heizung, weil Heizung habe ich auch nicht eingestellt, ihre. Ich versuche noch einmal mit die Klimaanlage, vielleicht das funktioniert jetzt. Weil irgendwie, ich versuche immer mit Klimaanlage, aber das ist auch nicht so. Oh, ich habe auch vergessen, etwas zu streichen, ihre. Okay. Das habe ich auch nicht so geachtet. Ja, aber schaut ihr das an? Das ist auch die Sache, dass ich verstehe nicht, dass ich kann noch nicht mal meine Klimaanlage hier bauen. Da fragt man sich, wo soll die Klimaanlage gehen? Weil ich kaufe mir einen Anschluss, aber ja. Oder muss ich das drehen? Vielleicht war das auch nicht so korrekt. Mal sehen, aber. Schaut ihr das an? Nein, es geht nicht. Klimaanlage, ja. Ich habe keine Ahnung, wie soll ich das jetzt? Okay, gut. Dann, egal, machen wir keine Klimaanlage. Ich will auch nicht versuchen. So, große Heizung, ja, aber ich brauche erstmal die Anschluss. So. Jetzt, okay. Heizung kommt. Ja, ich muss das erstmal drehen. Aber wieso kommt das nicht? Ah, so kurze. Okay. Okay, dann machen wir ihre eine Heizung. Dann werde ich auch eine Großheizung und ihre darüber. Vielleicht passt das noch. Eine Heizung, aber ich weiß auch nicht ganz genau. Es passt nicht.
Ja, dann vielleicht nur ein Eizung, aber gut. Ich dachte, das wäre auch funktioniert. Aber nein, okay, gut. Dann in die Küche brauchen wir auch eine Eizung, aber das muss ich noch gucken. Wo könnte ich auch das hinsetzen? Ah, ich muss das auch erstmal wieder drehen, aber nein, da könnte man auch das nicht drehen. Aha, okay. Ihre wird funktionieren, die Heizung. Okay, Moment. Aber warum geht das? Ah, Ihre geht auch. Ja, dann machen wir Ihre die Heizung. So, zwei Heizungen, aber Ihre dürfte das auch funktionieren. Warum will der auch nicht die Heizung installieren? Hallo? Und übrig habe ich Heizung im Keller. Ah, doch, das funktioniert. Schaut hier mal. Ja, übrig im Keller habe ich Heizung, oder? Naja, ich habe Heizung, ja. Ich habe auch gedacht, ich habe es vergessen, aber nein. Ich habe es nicht vergessen. Okay. Dann hier haben wir schon unsere Heizung. Okay. Da bauen wir auch zusammen die Heizung, ne? Das ist doch klar. So, Anschluss. Haben wir schön große Heizung, ja. Eine große Heizung, bitte. So, montieren. Und wieder ihre montieren, jawohl. Okay. Die erste große Heizung steht. Ihre machen wir noch die zweite. Heizung, aber keine groß, weil langt ein kleine. Montiere. Hoppla. Und ja, was ich will noch sagen, mache ich weiter mit Railway Empire, aber jetzt mit die DLC. England, Irland. Das werden wir auch sehen, gemeinsam, wie das ist, diese DLC. Okay, ich muss auch nicht vergessen, dass ihr muss ich auch wieder streiche. Das machen wir auch jetzt gerade zusammen. Ich habe auch gedacht, dass ich aber auch das gemachte, aber nein, ich habe es vergessen. So, wo war das? Wand, ja, Farbe. Weiß bitte. Nein, nicht rosa Nebel. Ah, ich muss erstmal Farbe auswählen. So. Ja. Die kleinen Details muss man immer. So, ich muss das immer achten. Weil ich will auch nicht. Ja. Sie sehen, dass ich aber auch noch nicht mal. Das gemacht, die Fenster. Ich habe gedacht, ja, die Fenster habe ich auch gemacht, aber nein, ich habe es eh vergessen. Aber das könnte auch passieren. Ich bin auch nicht der Profi für den Moment. Gut, mittlerweile werde ich bald die Profi. So, das verkauft man, jawohl, die Farbe brauche ich auch nicht mehr. So, jetzt machen wir noch einen kleinen Tisch für die Fernseheck. So, wo ist das? Möbel, ja, Möbel. So, ein kleiner Tisch, Kaffeetisch war das. Quadratischer Tisch, moderne. Wow, ist das groß? Sowas? Oh ja. Oh. Aber uff. Nein. Nein, das gefällt mir nicht. Das ist irgendwie runder Tische. Oh, warum nicht? Kirschholz, Wenge, Buch. Okay, im Buch, das passt auch schon. Oh je, oh je. Aber was ist das für ein Tisch? Die sind auch relativ groß, oder?
Da machst du noch die Bier oder keine Ahnung was und dann siehst du gar nicht mehr die Fernseh. Nein, nein, nein. Die Fernseh sollte man auch sehen können. Ja, ich nehme noch diese klassische Kaffeetisch. Ja, weil sonst haben wir ein Problem. Oh, und das passt auch schon. So, ist die auch korrekt? Kann man vielleicht auch noch mal drehen, oder? Nee, okay, die war korrekt. Ja, machen wir so. Okay. So, jetzt, ich werde sagen, darüber. Ja, das ist ein großes Wohnzimmer, aber so viel Sache könnte man auch nicht so einstellen. So Schränke. Da werde ich sagen, was könnte man noch machen? Schränk. Ja, oh, da muss man auch denken über Garderobe, weil da ist auch keine Flure. Garderobe. Faxe, Schränk. Fax. Nachttisch, Nachttisch, Kommode. Ja, ich werde sagen, machen wir ein Doppelkommode. Ach, ja, machen wir auch. Neben die Heizung. So, ich muss das wahrscheinlich auch wieder drehen, weil es ist auch nicht so richtig, oder? Ja, das passt schon, oder? Das passt. Okay. Was machen wir noch? Hier, da könnten wir noch irgendwie. Ja, ich habe das auch in eine andere Farbe genommen. Okay. So, was könnte man noch hinstellen? Ein Sekretär, ja, warum nicht? Ein kleiner Sekretär. Boah. Das sieht man auch. Da könnte man auch ruhig das stellen. Okay. So, ihre. Da werde ich sagen, ich mache die Garderobe. Und ja, so viel ist auch nicht so möglich, ihre was zu stellen. Das ist eine gut, das ist genug Platz, aber da könnte man auch nicht überall was hinstellen. So, Achtung, Achtung, ja, machen wir so, wir machen so. Okay, die Garderobe steht. Ja, okay, dann machen wir noch die Jalousien. Ja gut, so viel könnte man auch nicht hinstellen. Ja gut, die Tische, ja. Ich meine die Tische, ja, da könnte man vielleicht das noch zu die. Na, ich kann das auch nicht so überall stellen, okay. Ja, ihre passt das. Das passt besser. Okay. Die Fenster, die sind auch sauber. Okay. Ich habe die auch relativ früh gemacht. Oder ich weiß nicht mehr ganz genau. So. Was brauchen wir? Ist die Fenster. Jalousien. So. Tür und Fenster. Ja. Vorhänge und Jalousien. Ja, vielleicht machen wir ein Vorhänge. Schmale, vielleicht die schmale, okay, in Magenta-Farbe. Ja, es funktioniert. Sogar in Magenta-Farbe. Das passt auch schön mit. Mit die Farbe von die Wohnzimmer, oder? Ah ja, schaut dir das an. Ah, super. So. Dann müssen wir das noch einmal hier machen. So, notieren wir das noch.
Hoppla. Jawohl. Und so, und darüber, das könnte man auch machen, aber ob das funktioniert, schmale, nein, es ist zu groß. Haben wir eine kleine oder so? Breite? Ja, der Breite. Vielleicht passt das Breite. Ja, der Breite passt. Okay. Wenn das ist breit, das funktioniert. Okay. Ja, und jetzt. Das ist okay. Gut, so viele Sachen könnte man leider nicht einstellen in diese Wohnzimmer. Aber das ist gemütlich. Da könnte ich locker laufen. Okay, Ihre, da könnte man noch etwas machen, weil ich mag auch nicht so, wenn das auch trotzdem alles leer in die Wohnzimmer. Gut, so leer ist das auch nicht, aber da könnte man normalerweise mehrere Sachen anstellen. Okay, Schränk. Ich gucke mal, was könnte man noch machen. Vielleicht ein Regal. Ja, da stellt man ein Regal. Ja, die Regal sollte auch, das sollte auch passen. So, erstmal drehen. Okay. Oh. Oh. Ja gut, das ist noch Platz, oder? Sollte man auch nicht die Möbel direkt an die Heizung stellen. Okay, ja, ich denke mal, Ihre, da könnte man noch etwas einsetzen. Ja, vielleicht machen wir noch ein Regal. Da haben wir noch Platz für eine zweite Regal. Erstmal drehen. Sogar, nein, zu. So wäre das auch nicht gut. Machen wir Ihre. So. Gerade viel Bewegung, ja. Okay. Ja, das passt schön. Und hier kommt dann Mama die Pflanze noch. Ja, das ist okay. Das ist eine gute Wohnzimmer, oder? Schreib ruhig in die Comment, wenn ihr findet das auch nicht so toll. Aber pff, es ist praktisch, werde ich sagen. Da könnte man auch nicht irgendwie sagen, es ist auch Platz für Laufen sowieso und ja, mehr brauchen wir auch nicht vorliegen. Zu viel zu setzen, so Beleuchtung, das könnte man auch machen. Beleuchtung und vielleicht noch eine Pflanze. So, was nehmen wir? Nehmen wir diese Pflanze hier, diese Drasane. Ja, könnte man auch ihre Stelle neben die Treppe. Ja, hierher werde ich auch nicht etwas bringen, weil ist auch nicht so geeignet. Ja, ich werde sagen, das ist halt alles okay. Es ist okay, das ist auch Platz für Laufen und ja. So, aber jetzt die Beleuchtung. Beleuchtung, wo waren das gewesen? Die Beleuchtung, Wand, ja. Wand fließt, nein. Lampe, Ja, und vielleicht könnte man auch ein paar Stehlampen. Was ist das? Eine Lamptube? Tübe? Okay, wo könnte man das stellen? Soll man vielleicht an die Sekretare stellen? Ja.
Neben die Sekretär in zu die Sekretär, okay. Sowieso die Dekoration werde ich noch verfeine. Ich will auch nicht alles so Fußbodenlampe, ja. Roll, okay, das könnte man auch stellen. Ah, ich werde sagen darüber, das passt auch schön. Kurz mal drehen, ja, weil die war auch nicht so gerade. Ja, perfekt. Und vielleicht mache ich noch eine darüber. Das gibt auch wieder genug, viel Beleuchtung. Viel Be Beleuchtung, ja. Okay, und jetzt. Ich mache noch diese Beleuchtung für die Deckenlampe und dann mache ich auch diese Part am Ende, dass ich könnte das auch ruhig hochladen für morgen. Wir sind gerade Sonntag, die erst. So wie gesagt, frohes Neues zum alle. Ich wünsche euch das Beste für 2019. So, was könnte man für Lampe nehmen? Ja, Deckenlampentyp, ja, das war sowieso jetzt auch. Okay, ich werde sagen, machen wir auch das. Deckenlampentübe. Ja, im Defekt. Vielleicht war das auch nicht so nötig, aber. So. Jetzt könnte man ruhig gucken, ob die Beleuchtung langt. Ja. Und sogar mit ihrer. So, schalten wir das an. Aha, jetzt, das ist etwas anderes jetzt. Wenn die ganze Beleuchtung ist auch eingeschaltet, ja, das gibt wieder ein anderes Flair. Aha. Aha, jetzt schaut ihr das an. Wir haben eine gute Wohnzimmer jetzt, oder? Schreibt ruhig in die Kommentare, wenn das ist auch nicht so ihre Geschmack, aber ich denke mal schön, dass mit dieser Holzpanel und die Farbe, das gibt eine andere Effekte in diese Räumlichkeit. Okay, ich bedanke mich noch für Zuschauen und wir sehen uns in einer neuen Folge, ja, nächste Woche bestimmt oder vielleicht die Woche noch. Ich werde sehen, weil ich habe auch wieder meine Schule. Ich muss wieder zurück in die Schule, ja, leider, leider. Aber ohne Schul und ohne Ausbildung, da könnte man auch nicht so eine gute Arbeitsstelle finden. Das ist klar. So, und ja, in die nächste Folge werde ich auch die Küche anfangen und dann die Badzimmer und dann geht das dann nach oben. Und ja, das Haus wird auch komplett fast fertig. So, ich bedanke mich noch und wie gesagt, wir sehen uns in eine neue Folge oder für ein neues Projekt, weil das gibt sowieso immer etwas Neues, manchmal mit Spiel. So viel Spiel kommt manchmal nicht so zu denken, dass es kommt ein Spiel oh, alle 3 Monate oder so. Manchmal nein. Das gibt so viel Spiel für PC. Das ist nicht so wie bei die PlayStation. Okay, ich bedanke mich noch für Zuschauen und wir sehen uns wieder. Bis bald. Ciao, mach's gut.